Industrie 4.0 kann nun auch in Mittweida gelebt werden. Der neue Gerhard-Gebhardt-Bau ist ein Meilenstein für die Hochschule und steht für die Zukunft des Ingenieurnachwuchses im Maschinenbau. Der Freistaat Sachsen übergab den Schlüssel des Laborgebäudes feierlich an die Hochschulleitung. Es wird nicht nur Lehre hier stattfinden, hier in diesem Schweißlabor machen wir auch Ausbildung von Schweißern. Und wenn es sich anbietet, werden wir auch Forschungsprojekte machen. Beispielsweise wird der Computertomograph im Rahmen eines Forschungsvorhabens genutzt und eingefahren, sodass also nicht nur Lehre, sondern auch Forschung hier stattfinden wird. Das Gebäude ist in erster Linie ein akademischer Ausbildungsstandort für 700 Studierende. Hier trifft die Schwere der Schweißtechnik auf additive Fertigung mit 3D-Druck, auf Bauteilprüfung oder den Test von Komponenten für die Elektromobilität. Der Ausbau innovativer Technologien mit hohem Anwendungsbezug ist ein Schritt in die Zukunft, die der Freistaat in Mittweida geht. Also die Halle vervollständigt erstmal den Standort Mittweida im Bereich der Ingenieurwissenschaft, bringt auch das vernünftig unter, in sehr guten Bedingungen, wie ich gerade gehört habe von den Kollegen, so dass also das, was wir vorher in Roswein gemacht haben, aber hier auch unter, ich sage mal, moderneren Bedingungen jetzt umgesetzt werden kann. Einer der Wegbereiter des Maschinenbaus in Mittweida war Professor Gerhard Gebhardt. Was den Maschinenbau an der Hochschule heute ausmacht, ist seinem Einsatz und seinen Ideen zu verdanken, lobte ihn Rektor Ludwig Hilmer. Gebhardt selbst fertigte vor rund 10 Jahren erste Skizzen und Entwürfe für die neue Maschinenhalle an. Dass die Halle jetzt seinen Namen trägt, ist für den Professor eine besondere Ehre. Ja, es war erst eine Riesenüberraschung für mich, dass dieses Gebäude mal meinen Namen tragen wird. Es ehrt mich sehr, dass man mein Wirken an der Hochschule mit so einer Nachhaltigkeit bewertet oder beurteilt hat, dass dann am Ende man sich entschlossen hat, mir diesen Bau zu widmen. Der Neubau ist 46 Meter lang und 22 Meter breit. Die Fassadengestaltung fügt sich in das Mittweida typische Stadtbild mit roten Ziegeln ein. Der zweistöckige Gerhard-Gebhardt-Bau kostete rund 4,8 Millionen Euro.